Da, vielleicht die zwei. Die da hinten mit den Blumen. Excuse me, girls. Can I take a picture with you? You're beautiful ladies. No? Okay. Bruh. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Wir sind hier in L.A. und heute mal ein Training einer anderen Art. Es geht heute um Selbstüberwindung, der Umgang in unkomfortablen Situationen oder vielleicht auch Training für mentale Stärke. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen heute ein bisschen Blödsinn. Wir wollen keinen YouTuber kopieren oder keine Pranks raushauen. Ich mache jetzt auch keinen anderen Content auf meinem YouTube-Channel, sondern einfach nur ein bisschen Quatsch. Und der Markus erklärt euch mal die Regeln, wie das Ganze ablaufen wird. So Leute, wie Michi schon gesagt hat, wir machen jetzt ein paar Challenges. Der Sinn davon, es geht nicht wirklich um Langeweile, es geht einfach darum, mal ein bisschen Sachen zu machen, die ein bisschen unkomfortabel sind. Hat auch irgendwo was mit Kampfsport zu tun. Die Regeln sind so, Michi wird mir jetzt eine kleine Challenge geben, lauter Sachen wie Leute irgendwie auf Deutsch anlabern oder irgendein Blödsinn. Auf jeden Fall nichts Strafbares, nichts, was irgendwie verletzend wirkt. Einfach Sachen, die ein bisschen Überwindung kosten. Und ich würde sagen, Michi beginnt, gib mir die erste Challenge und ich bin mal gespannt, was es sein wird. Okay, Bro. Da hinten ist eine Frau. Ich zoome mal kurz hin. Die hockt da. Du wirst jetzt hingehen und wirst sie auf Deutsch anquatschen. Und du wirst sie so lange anquatschen, bis sie so genervt ist von dir oder bis du einfach merkst, du kommst gar nicht mehr weiter. Dann kannst du auf Englisch switchen. Okay. Aber erstmal versuchen, so lange wie möglich auf Deutsch zu reden mit dir, okay? Alles klar. Oh, Entschuldigung. Kann ich mich setzen? Was ist? Kann ich mich setzen? Will you sit there? Yes. To take the chair? No, no, just, ich will nur mich hinsetzen. Sorry? Just sit down. Ich bin Markus, hi. Oh, actually my boyfriend's here. Bruh. Oh, you have a boyfriend? Yeah. No, I don't want to hit on you, I just want to sit here. Oh, got it. Yeah, it's okay. What are you doing, going shopping? Working actually right now. Oh, okay. Yeah, sorry. What do you do for a living? I work in casting. Ah, okay, gotcha. Yeah. Have a good day, bro. Fist. Thanks. Alter, das war sowas von creepy as fuck. Du fühlst dich wie so ein perverser Vollidiot, Alter. Nicht lang mit dem Deutsch gehen. Alter, fuck, ich kann das nicht, weißt du? Wenn jemand dich auf einer Sprache anspricht, dann kann ich nur auf der Sprache antworten. Ja, ja. Ich weiß, es ist so komisch. Vielleicht wäre es leichter, wenn es irgendeine Sprache wäre, die ich nicht sprechen würde. Ja, aber trotzdem. Hey, Bro. Siehst du den Typ da drüben mit den Earpods? Ja. Geh zu ihm und sag, er hat seine Kabel von seinen Kopfhörern verloren. Okay, auf Englisch. Ja, auf Englisch. Oder auf Deutsch, wie du willst. Ja, auf Deutsch versteht er mich ja nicht. Nein, auf Englisch. Okay. Excuse me? Excuse me? Yeah. You have lost your cables of your earphones. What's that? You have lost your cables. Oh, they're wireless. Yeah. Wireless, wow. Yeah. Is it new? Yeah. Yeah? Yeah. I never see that before. Yeah, these are AirPods. I think you have lost the cables and run here. No, this is the new technology. Whoa. You gotta upgrade. You gotta get off of that thing. You gotta change. Nice. Thanks. Wireless. Ja, ist natürlich easy, wenn die Leute cool drauf sind. Dann kostet es kaum Überwindung. Wenn er jetzt irgendwie komisch geantwortet hätte oder so, aber der war ja sehr, sehr offen und so sind die Amerikaner ja auch meistens. Okay, ich hab eine neue Idee. Okay. Wir warten jetzt hier, bis eine, ja, einigermaßen gut aussehende Frau vorbeikommt. Und dann sagst du ihr, hey, du hast schöne Augen, aber guck sie mal wieder auf ihre Brüste. Okay. Okay? Ich würde gleich die dann nehmen. Okay, nimmst du die? Alles gut. Excuse me, young girl, can I say just one thing? Yeah, sure. You have beautiful eyes. You can't even see my eyes. That's the problem. Bruh. Das Problem ist, Alter, wenn du mit so einem lamen Spruch kommen musst, wie du hast schöne Augen. Ach, Bro, ich gebe dir mal irgendwas Einfaches. Okay. Frag einfach zwei Mädels oder drei Mädels, ob du ein Selfie mit ihnen machen kannst und post auf Instagram. Auf mein Instagram? Willst du dich verarschen? In Stories. Das kann ich nicht bringen. In Stories. Okay. In Stories. So, es wäre ein bisschen, ey. Bei dir wäre es kein Ding. Okay.
Brauche ich aber erstmal welche. Da, vielleicht die zwei. Die da hinten mit den Blumen. Ja, ja. Why not? Excuse me, girls. Can I take a picture with you? You're beautiful ladies. No? No? Okay. Bruh. Ich glaube, die waren ein bisschen geschockt von mir. Ich muss nochmal probieren. Excuse me, girls. I'm from Germany. Can I take a picture with you, with American girls? I love American girls. Is it okay? Yeah? Thank you. Thank you so much. Das ist ein schönes Bild geworden. Ja, klar. Darf ich schreiben, wie du dazu kommst? Ja. Okay. Ich schreibe gerade Dreier. Ja. Ja, die waren wenigstens cool drauf. Okay. Okay, Bro, ich habe eine neue Idee. Und zwar, du gehst zu irgendjemandem hin, egal, ob Frau oder Mann, ist scheißegal, wie du willst, such dir irgendjemand aus. Okay. Und dann sagst du, hey, kann ich eine Umarmung von dir haben? Ich habe voll den schlechten Tag gehabt. Okay, alles klar. Ja? Excuse me, girls. One second, I have a challenge. Can I get a hug from you guys because I have a very bad day? Okay. Just one hug. Thank you so much. That means a lot to me. Thank you so much. Have a great day. Alles gut? Alles cool, ne? Die waren auch richtig cool drauf. Wenn man so nach positiven Sachen fragt und nicht irgend so was Negatives macht, fällt es einem viel leichter und man hat auch selber eine positive Energie. Und die eine war ganz okay. Okay, Bro, vorletzte Challenge für dich. Geh bei irgendwelchen fremden Leuten aufs Bild mit drauf. Okay, dass die ein Bild einfach macht. Genau, hier vom Brunnen machen die Bilder, machen viele Bilder. Geh einfach, wenn die ein Bild machen, mit drauf. Okay. Bruh. No, no picture? Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Die waren erst ein bisschen geschockt, aber dann, wenn sie merken, dass man eigentlich nichts Böses möchte, sondern eigentlich nur freundlich ist, dann waren die schon sehr freundlich. Also man merkt anhand von der Reaktionen von den Menschen, es ist sehr interessant. Erst denken sie so, wow, was will der? Aber wenn man dann freundlich ist und die merken, hey, der will eigentlich nichts von einem, dann sind die sehr korrekt. Okay, Bro, die letzte Challenge für dich. Du gehst zu irgendeiner Frau hin und such dir egal wen aus und machst dir einfach ein schönes Kompliment, ehrliches Kompliment, damit sie sich geschmeichelt fühlt. Okay. Okay? Krieg ich hin. Ja. Excuse me, young girl. I know this is pretty random. I just want to let you know, your glasses look very awesome on your face. Thank you. Have a great day. Also sowas kann ich natürlich sehr, sehr gut. Habe ich sehr, sehr viel Übung drin. Das war jetzt kein so unbedingt so ehrlich gemeintes Kompliment. Das hast du eigentlich gesagt, ich habe dich gehört. Oh, thank you. Ja. Die Leute fassen Komplimente in der Regel positiv auf. Ja? Wie du schon gesagt hast, wenn man den Leuten etwas gibt, anstatt etwas zu nehmen, kriegt man in der Regel auch was Positives zurück. Natürlich nicht bei allen Menschen, aber ganz ehrlich, Leute, die ein Geschenk von euch nicht annehmen, die sind es vielleicht auch nicht unbedingt wert, dass ihr mit ihnen abhängt. Von daher, das ist die Message von meiner letzten Challenge. Ich würde sagen, eine für Michi noch und dann sind wir raus. Okay, Michi, letzte Challenge für dich. Geh zu irgendeinem hübschen Mädel hin oder lauf bei irgendeinem hübschen Mädel nebenher und versuch ihre Hand zu halten. Oh, und vielleicht, wenn sie sitzt, aber auch nebendran, oder? Geht auch, ja. Es wäre schön, wenn ihr so 2-3 Sekunden Händchen haltet. Wenn sie gar nicht will, trotzdem. Dann entschuldigst du dich und gehst einfach wieder. Okay. Sorry, just a prank. Don't have to stare. Just a prank. Ah, okay. Sorry about that. Sorry about that. Oh, Alter, ich glaube, die hat Todesangst gehabt. Okay. Ja, man hat auch wieder anhand der Reaktion gesehen, war jetzt nicht so positiv, aber verständlicherweise, ich meine, wenn man sich überlegt, wenn man hier steht, auf einmal kommt irgendein Typ, vor allem bei Frauen, und dann fasst er sie an. Man überschreitet da natürlich auch irgendwo diese körperliche Nähe, diese Grenze,
und die Reaktionen sind natürlich verständlich. Nein, war sehr, sehr interessant. Da kommt jetzt schon Security, wir kriegen jetzt gleich Ärger, weil wir hier nicht filmen dürfen. Mich wundert, dass es nur jetzt ist. Ja, super, Management. Ja. What's up? Ja, super, Management. So, jetzt noch einmal, wir wurden von dem Security Guard gestört. Jetzt zum Abschluss noch einmal, das ist kein Prank-Video oder sonstiges gewesen. Wir wollten auch nicht wirklich die Leute verarschen, das ist eher ein soziales Projekt, um herauszustellen, wie sind denn die Leute so drauf. Und wir haben festgestellt, gibt man den Leuten Negativität, bekommt man diese auch zurück. Das ist unser Grundsatz, gib den Menschen was, dann bekommst du es auch genauso zurück. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber wenn man selber charakterlich nicht so drauf ist und dann solche Dinge machen muss, gerade so Sachen mit den Brüsten oder die Hände anfassen von den Frauen einfach so, dann ist es schon sehr unangenehm für einen. Ich meine, überwindungstechnisch ist es kein Problem, weil wir sind beide sehr selbstbewusst und da kann man sowas durchaus machen. Das war für mich auch gar kein Problem. Aber man fühlt sich selber sehr unwohl und ich weiß nicht, wie ging es dir, Markus? Ja, man muss eigentlich sagen, das Video ist ja aus der Idee entsprungen, dass wir sowieso immer ja viel Quatsch machen und wenn wir zu zweit sind abends, dann immer, hey, laber mal die an oder sag mal dem Typ, irgendwie, er hat komische Kleidung an oder so. Und ich muss aber sagen, es war jetzt echt ultra anstrengend, immer auf Kommando jetzt irgendwas zu machen und gerade so Sachen wie einem Mädel zu sagen, dass sie schöne Augen hat, wenn sie eine Sonnenbrille anhat und dabei auf die Brüste zu schauen. Man fühlt sich einfach mega wie der größte Vollidiot. Man wird dann auch dementsprechend von den Leuten behandelt. Ich muss auch dazu sagen, man muss natürlich ständig aufpassen, dass da überall Security und Polizei einen nicht aufhalten. Die sind ja sehr, sehr streng. Ist aber gut, dass es so ist, ja, weil man soll den Leuten natürlich auch nicht auf den Sack gehen, wenn da wirklich Leute irgendwie Quatsch machen. Von daher muss ich sagen, ich habe mitgenommen, es ist vielleicht ganz, ganz gut für Leute, mal die Selbstüberwindung so ein bisschen zu schulen. Aber wie Michi schon gesagt hat, in der Regel, wenn man negative Dinge tut oder Dinge, also wirklich Grenzen überschreitet, jemand die Hand anfasst oder so, kriegt man sehr, sehr negative Reaktionen. Wenn man Komplimente gibt oder nach einer Umarmung fragt, kriegt man die in der Regel sofort. Also das hat beim ersten Versuch sofort geklappt. Und das ist vielleicht das Positive an der Sache. Ich muss sagen, ich bin jetzt mega, mega exhausted, wie sagt man auf Deutsch, ermüdet, kaputt. Wegen dem Stress und ich würde sagen, wir gehen erstmal was essen. Kann ich mich nur anschließen, sehe ich ganz genauso und wie gesagt, könnt ihr für euch selber mal schulen, so Überwindungsübungen, mal Leute anquatschen, nach einem Bild fragen oder Komplimente geben anderen Menschen. Kostet sehr viel Selbstüberwindung, so schult ihr auch euer Selbstbewusstsein und ja, alles andere. Ich hoffe, die Message ist angekommen von uns. Wir werden jetzt keine Pranker werden, wir werden jetzt keine Prank-Videos raushauen. Eins haben wir ja schon gemacht. Und zwar haben wir meinen Dad geprankt, verlinke ich euch unten. Ja, ab und zu mal so Videos anderer Art, ist vielleicht ganz schön, aber wir werden unseren Content treu bleiben, Kampfsport, ein bisschen Lifestyle und Messages für euch. Ich hoffe, ihr habt was davon mitgenommen. Das war Markus und Michael Smolik. Wir sind weiter in L.A. tätig für euch und in Vegas gibt es auch noch ein paar Videos. Wenn ihr vielleicht mehr über innere Selbstbeherrschung erfahren wollt, unser Buch Kämpfer mit Herz ist unten verlinkt. Zieht es euch mal rein, liest es euch durch. Ansonsten sehen wir uns. Haut rein!